Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Firefighting the Squad. Ich bin mal nach längerer Zeit wieder da und dachte, ich spiele mal wieder eine Runde. Mal schauen, wie ich mich heute so schlage. Also mit dem Fahren habe ich es heute nicht. Wie wir unten sehen, müssen wir 4300 Meter fahren. Das heißt, wir haben eine ganze Strecke Fahrt vor uns, die ich hoffentlich ohne größere Schäden überstehe. Bam! Da fängt es schon an. Da ist ein sehr stabiler Mast gewesen. Ah, Katastrophe. Man merkt, ich habe es länger schon nicht mehr gespielt. Ich bin ein wenig aus der Übung. Das merkt man auch, wenn man das länger nicht gespielt hat, dann ist man noch ein wenig steif. Tja. So, da vorne müssen wir abbiegen. Das machen wir so. Den haben wir weggesäbelt. Ah. Ich dachte, ich könnte geschmeidig in die Kurve gehen. Stattdessen säbel ich ein Verkehrsschild weg und ein Autowagen. Heilige Scheiße hier. Tja, jetzt sehr kurviges Fahren. So, jetzt kommt eine scharfe Kurve. Bam. Also ich glaube, ich hab's heute nicht so. Katastrophe. Ach Gott, Probleme sind wie zwei große Brüste, die muss man einfach anfassen. So, jetzt gehen wir hier in die Kurve. Hauen natürlich wieder ein Auto um. Aber ich muss mich, glaube ich, ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen. Noch 1200 Meter knapp bis zur Einsatzstelle. Mal schauen, was uns da gleich erwartet. Da habe ich wohl eine Person umgenietet. Auf den letzten 800 Metern. Scheiß die Wand an. So, 600 Meter noch bis zur Einsatzstelle. So, wir müssten jetzt eigentlich fast da sein. Nehmen wir schon mal Geschwindigkeit raus. Da müssen wir uns hinstellen. Läuft natürlich wieder einer so über die Straße. So, dann steigen wir mal aus.
Copy that. I'll do a 360 check. Tja, das sieht nach einem kleinen Feuerchen aus. Dann werden wir gleich als erstes mal wieder den Strom abschalten. Da brennt auch der Baum. Man glaubt es kaum. So, die Versorgungsleitung wird gerade gelegt. Nehme ich mir schon mal Schlauch gleich mit. Dann können wir auch gleich schon mal das eine oder andere löschen bei der Suche. So, verbinden. So. Lassen wir den schon mal gleich retten. Na, so, stell den Strom ab. Und suchen schon mal nach Personen. Ah, hier ist auch eine. So, ist hier noch eine? Hier ist keine. So, wer war da frei? Die Nummer 2. Verstehe ich nicht, wie dort der Baum anfangen konnte zu brennen. Für mich unerklärlich. Katastrophe doch. Der schöne Tannenbaum. Oh, da ist was runtergefallen. So, dann lassen wir nochmal zweimal auch einen Schlauch holen. Ah, ist auch was. Können wir diesen wunderschönen Weihnachtsbaum noch retten? Man weiß es nicht. Damit die Oma auch zu Weihnachten schön unterm Baum sitzen kann. Ach, ist ja was. Das ist schwierig, das zu löschen, glaube ich. Er glüht und glimmt wie ein kleines Kind. So, machen wir nochmal hier. Dann haben wir, glaube ich, das Bäumchen. Ein Träumchen. Dann gehen wir hier mal weiter über die Leiter. Leiter benutzen. Hä? Was hat er jetzt denn gemacht? Ich wollte doch mit dem Strahlrohr hoch. So. Zack. Durchs Fenster. Mach mal das Lichtlein an. Und schauen mal hier. Machen wir das Fenster mal hier so auf. Tür öffnen. Na, liegt hier noch jemand zu schlafen? Nein. So, Nummer 3 holen wir auch schnell dabei. Ist immer besser als zu zweit.
schauen wir mal, ob hier noch jemand ist. Ich sehe leider nichts. Ich denke mal, dass da jemand Sport gemacht hat und hat es dann heiß getrieben. Am Ende ist ihm nichts außer Zerstörung geblieben. So. Langsam werde ich der Lage her. Schauen, hier liegt anscheinend keiner mehr. Dann gehen wir gleich noch mal nach unten und schauen. Das Feuer ist schon mal gelöscht. Schauen wir jetzt noch mal, wo hier einer ist. Hier war keiner. Ist auch lustig mit dem Schlauch. Endlos lang. Hä? Geht er weg? Ach, den hat er nicht mitgenommen. So. Dann haben wir ja wohl alles erledigt, oder? Da qualmt das noch. Aber das wird ja wohl kein Hindernis sein. Ich denke, nein. Na, macht das auch richtig. Ja. Und somit haben wir die Mission abgeschlossen. Juhu. Wir haben es geschafft. Wir haben Omas Tannenbaum gerettet. Wir haben die Person gerettet, auch wenn eine vergessen wurde. Obwohl, die wurde ja nicht vergessen. Derjenige hat es wahrscheinlich, dadurch, dass ich den Befehl geändert habe, wohl nicht gemacht. Tja, das war wieder eine Folge von Firefighter Simulator The Squatch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.